Die Idee der Handlungsorientierung. Gleichauf mit der rasanten Technikentwicklung schießen neue Lernformate wie Pilze aus dem Boden. Doch entgegen aller Bemühungen bleibt das Lernen ein individueller Prozess und die eine schnellste, beste, nachhaltigste Lernform wird es wohl nie geben. Schon Pestalozzi sah eine enge Verbindung zwischen Kopf, Herz und Hand in Lernprozessen. Und tatsächlich hat das Lernen durch Handeln eine große Chance auf Nachhaltigkeit. Der Lehrer tritt dabei in den Hintergrund und der Schüler wird in einer Übung selbst aktiv. Die Elemente dabei sind bekannt. Entscheidend ist die Sortierung der Lernschritte. Es gibt einmal das Instruktionslernen, wobei das Prinzip erklärt wird, die Gesetzmäßigkeit erläutert wird und danach Einzelfälle als Übung oder Beispiel behandelt werden. Außerdem gibt es die Variante des Handlungslernens. Die Situation zur Übung, daraufhin ist die allgemeine Gesetzmäßigkeit abzuleiten und das Prinzip im Endeffekt zu erklären.